In diesem Video lernst du ein richtig cooles Classic Rock Riff und es gibt auch noch eine kleine Überraschung, wirst du gleich hören, beziehungsweise es geht nicht nur um das Riff, sondern auch um einen anderen Part, der dich bestimmt auch interessiert. Übrigens nutze ich hier in diesem Video den Line 6 Helix mit einem JCM 800 Sound, also diesem Marshall JCM 800 Sound, wie ich den Sound eingestellt habe und so weiter und so fort. Dazu gibt es am Ende dann nochmal ein paar Infos. Das ganze Video hier wird auch von Line 6 unterstützt. Vielen Dank an der Stelle, dass wir den Helix bekommen haben zum Testen. Macht uns riesig Spaß, sehr geiles Ding. Dazu wird es auch noch entsprechende Videos oder Einführungen und Tutorials geben, wo es speziell um den Helix geht. Also da gerne unseren Kanal weiter verfolgen. Die werden noch bald rauskommen oder sind vielleicht schon rausgekommen, je nachdem, wann du dieses Video siehst. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit diesem Classic Rock Riff, was richtig viel Laune macht. Für dieses coole Classic Rock Riff brauchst du drei Power Chords. Wir haben einmal den D5 Power Chord in der fünften Lage auf der A-Seite. Dann brauchst du den B-Flat 5 Power Chord in der ersten Lage auf der A-Seite. Und jetzt brauchen wir aber noch in der dritten Lage den C5 Power Chord auch auf der A-Seite. Damit haben wir, wenn wir in D-Moll sind, und wir sind hier in D-Moll, eine Akkordfolge, die dann aus 1, 6, 7 besteht, ist ein sehr, sehr beliebtes Akkordschema bzw. Akkordprogression, die auch viel von Metal- oder Rockbands genutzt wird. Man hat dort eigentlich relativ einfach diesen Stadion-Sound. Ja, es macht einfach Laune zu spielen, ist allgemein eine coole Akkordfolge, die kannst du dir merken. Geht auch zum Beispiel in A-Moll. Oder ein E-Moll. Ja, wenn du mit der Theorie noch nicht so klar kommst, dann kannst du dir einfach merken, dass der Akkord, also der Grundakkord, jetzt zum Beispiel D, dann hast du 1, 2, 3, 4 Halbtonschritte beziehungsweise 1, 2 Ganztonschritte nach unten und dann 2 Halbtonschritte nach oben beziehungsweise 1 Ganztonschritt nach oben. Und dann hast du den dritten Power-Akkord und dann geht's wieder zum Grund-Power-Akkord. Also, diese brauchen wir. Und dazwischen folgt jeweils immer ein kleiner Single-Note-Lauf, also mit einzelnen Tönen. Die ergeben sich hier aus der Pentatonik. Wir haben den einmal hier, und zwar direkt im ersten bzw. zweiten Takt. Du spielst den D5 zweimal mit jeweils einer Achtelnote. Dann eine Achtelnote Pause. Auch sehr wichtiges Stilmittel, um diesen Punch und dieses coole Feeling hereinzubringen. Danach den B-Flat Power Chord, auch wieder 2 Achtel. Achtel Pause. Und dann mit 16. Noten spielst du den dritten Bund auf der D-Seite zweimal. Dann machst du einen Pull-Off, das heißt, du ziehst deinen Zeigefinger nach unten, sodass die leere D-Seite klingt. Und greifst dann mit deinem Zeigefinger den dritten Bund auf der A-Seite, das C. Also diesen Lauf. Das ergibt sich aus dem zweiten Pattern der D-Moll-Pentatonik. Ups. Da hast du dann diese Töne mit dabei. Spiel das einmal vor. 3, 4. Hier aufpassen auf die Rhythmik. Gerade beim Legato-Spiel kann das dann manchmal rhythmisch etwas unsauber werden. Deswegen einfach langsam üben. Und dann klappt das auch. Das ist der erste Part. Dann im zweiten Part spielst du hier in der dritten Lage, da bist du ja eh. Den ersten Finger, den Zeigefinger kannst du dir auf den dritten Bund liegen lassen und nimmst einfach noch deinen kleinen Finger oder Ringfinger dazu und spielst dann den C5 Power Chord. Selbe Rhythmik, 2 Achtel, Achtelpause und dann wieder zum D5
Auch hier dann 2/8. Danach keine Pause diesmal, sondern dann spielst du den 7. Bund auf der D und auf der G-Seite, also einmal das A und einmal das D. Und auf das A, 7. Bund auf der D-Seite, machst du einen Slide. Ich nutze jetzt hierfür meinen Mittelfinger, du kannst aber auch deinen Ringfinger oder deinen Zeigefinger verwenden. Geht im Endeffekt alles. Ich nutze deswegen meinen Mittelfinger, ist nicht der Mittelfinger, Entschuldigung, der Ringfinger, weil ich bin ja hier mit dem Power Chord und dann liegt dieser schon relativ nah an dem 7. Bund, weil auch danach kommt das Riff, wird wiederholt. Das heißt, du hast dann wieder den D5 und wenn du zum Beispiel hier mit dem Zeigefinger das Ganze spielst, dann müsstest du erst mit dem Zeigefinger von der 7. Lage in die 5. Lage springen und so bist du mit deinem Ringfinger schon hier und brauchst im Endeffekt eigentlich nur noch entweder deinen Ringfinger hier auf die D-Seite legen oder mit deinem kleinen Finger den auf die D-Seite legen. Und damit hast du auch schon das Riff. Ich spiel's nochmal vor. 3, 4. Ja, so einfach und schnell kannst du ein cooles Classic Rock Riff spielen. Das ist jetzt eigentlich auch das Ende dieser Lektion, aber du wirst wahrscheinlich schon gehört haben. Natürlich gibt es da auch noch eine kleine Melodie, um die sollte es jetzt eigentlich gar nicht unbedingt gehen. Aber ich kann mir vorstellen, die ist für den einen oder anderen bestimmt auch ganz interessant. Deswegen gehen wir diese Melodie jetzt hier auch noch durch. Und zwar beginnt diese in der 2. Wiederholung. Also jetzt in dem Fall in Takt 4, wenn wir jetzt den 1C-Takt mit dazu nehmen. Und der Melodiepart geht wie folgt. Wir sind hier im Pattern 4 der D-Moll Pentatonik. Und starten am 7. Bund. Ich nutze hierfür den Mittelfinger, weil ich brauche dann gleich schon den Ringfinger hier im 8. Bund. Und du startest nicht auf die 1, sondern auf die 1 und. Das heißt, die Melodie geht wie folgt los. 3, 4, 1. 2 mal 7, 7, dann 6, 6, das F, also einmal das hier das D und einmal das F. 6, 7, dann machst du einen Slide mit deinem Zeigefinger auf den 8. Bund. 6. Bund zurück, 7, 7, ausklingen lassen und dann schlägst du den 7. Bund an, slidest auf den 10. Bund. Und du schlägst den 10. Bund auch nochmal an und machst dann Vibrato. Das heißt, wir haben hier einen Slide zu einem Ton, einen normalen Slide, wo wir den Anfangs- und den Zielton spielen. Ich spiele die Melodie nochmal. 3, 4, 1. Das ist die Melodie im ersten Teil. Im zweiten Teil beginnt sie ähnlich, wieder 7, 7, 6, 6. Und dann brauchst du mit dem 4. Finger den 8. Bund auf der hohen E-Seite. 8, 5, 8, 6. Einfach die Pentatonik nach unten gespielt. Und jetzt geht es nicht weiter runter, wie man es spielen würde, mit 7, 5, sondern wir nehmen 5, 7. Das macht das Ganze auch etwas interessanter. Und dann wieder den Slide vom 7. auf den 10. Bund. Also, ich spiele mal den 2. Part. Und ein schönes Vibrato am Ende. Kommen wir noch zum Sound. Du solltest hier neben mir ein Video sehen, wo ich jetzt quasi hier in Helix Edit bin. Ist sehr, sehr hilfreich. Dort hast du quasi die Helix-Oberfläche digital abgebildet. Kannst alles schön mit der Maus einstellen. Was verwende ich hier? Ich verwende hier einen Prit 2204. Das ist quasi der Marshall JCM 800. Ich habe mir dazu hier, du hast ja beim Helix einmal die ganzen Factory Presets, die quasi von Line 6 vorgegeben werden. Kann man sich auch alles runterladen und so weiter und so fort. Also gibt es tausende von Sounds, die auch von Usern erstellt werden. Dann hast du hier deine User-Banks. Und hier habe ich zum Beispiel den Prit JCM 800 Rhythmus-Sound mir abgespeichert. So kannst du quasi ja, komplett eigene Sounds auch abspeichern, jederzeit abrufen. Kommen wir vielleicht erstmal zur Signalkette. Also wir haben einmal Distortion-Pedal, und zwar den Tube Screamer. Hier als Scream 808 dargestellt. Gain so ungefähr auf 12 Uhr. Level etwas mehr, eher so auf 13 Uhr. Dann haben wir hier den Amp, also das Top-Teil, wenn du es so möchtest. Du siehst hier die Einstellungen, kannst auch gerne das Video stoppen, wenn du dann nochmal genauer drüber gucken möchtest. Mit relativ wenig Drive, weil der Drive soll eher von dem Tube Screamer kommen, weil ich mag so diesen mittenreichen
ja, nicht weicheren, aber einfach vollumfänglicheren Sound des Tube Screamers, weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, für mich auf jeden Fall klingt es so einfach wesentlich bekömmlicher. Dann Cabinet haben wir hier 4x12 1960 T75, das ist quasi diese G12 T75, diese relativ bekannte. Und dann haben wir noch in der Signalkette ein Delay, Simple Delay. Das nutze ich natürlich für den Rhythmus-Sound nicht, sondern das ist für den Melodie-Part, den du auch vorab im Video gehört hast. Bei der Erklärung habe ich kein Delay genommen, damit das Ganze einfach etwas straighter rüberkommt und wir nicht so viel Delay im Hintergrund haben. Aber so ist im Effekt hier der Sound aufgebaut, also relativ simpel. Und ja, einfach um dir ein Beispiel zu geben, was mit dem Helix alles möglich ist. Wenn du noch mehr Riffs nachspielen können möchtest, wenn du dein Riff-Repertoire erweitern möchtest oder du im Musikhaus nicht weißt, was du spielen sollst oder wenn Kumpels mal vorbeikommen, dann guck dir auch unsere 69 Rock and Metal Riffs an. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Dort lernst du weitere coole Rock and Metal Riffs, die andere begeistern. Und natürlich findest du auch unten in der Videobeschreibung den Link zu den kostenlosen Lektionsunterlagen. Da findest du die Tabulatur, Guitar Profile und natürlich auch die ganzen Audio-Files, also das Hörbeispiel und die Backing-Tracks zum selber Nachspielen. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne unten in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal. Rock on!